Wir, du, Natur, dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 80 von Wir, du, Natur, deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um den Heuschnupfen. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Ja, Peter, wir haben eine E-Mail bekommen oder eine Zuschrift bekommen, ob wir nicht ähm, ein paar Tipps zum Heuschnupfen geben können, beziehungsweise wirksame Maßnahmen aus der Naturmedizin, die dieses leidige Thema der schniefenden Nase, der juckenden Augen äh, ein bisschen lindern kann und darauf Gehen wir natürlich sehr gerne ein. Das wollen wir in dieser heutigen Folge tun. Und deswegen, Peter, an dich gleich die erste Frage, ähm, weil ja, das Wetter ja entsprechend warm wurde. Der Frühling hat nun endlich Einzug gehalten. Das heißt, die ganzen Blütenpollen fliegen in der Luft. Was ist dein erster Schritt, wenn jemand mit starken Allergiesymptomen bzw. mit Holzschnupfen zu dir in die Praxis kommt? Ja, mein erster Tipp ist natürlich, sich erstmal schützen, zurückziehen weil momentan ist die Luft voller Pollen und wenn einer seine ledierte Schleimhaut dieser Sache präsentiert, dann hat er natürlich die Akutsymptome. Deswegen am besten zu Hause Pollenfilter einbauen oder nur nachts lüften. Ganz wichtig ist, dass man natürlich auch im Auto, wo man drin ist, auch einen Pollenfilter einbaut, dann kann man diese Situation viel entspannter angehen. Wenn wir jetzt einen Patienten haben, der akut kommt, das bekommt ja allgemein letztendlich ein Antihistaminikum, Cetarezin oder so etwas gegen den Heuschnopfen. Wir in der ganzheitlichen Medizin benutzen Synerga beispielsweise. Das ist ein Lysat von Escherichia coli, welches tatsächlich in der Lage ist, über den Darm regulativ das allergische Potenzial runterzufahren. Die Patienten spüren mit 3 x 5 Milliliter, dass es ihnen eigentlich schon nach 3-4 Tagen besser geht. Auf der anderen Seite gibt es Gemomittel, zum Beispiel die Preiselbeere Vaccinium vitis idea. Das tatsächlich als Spray alle viertelhalbe Stunde in den Mund gesprüht idealerweise hier das Überreagieren des Immunsystems lindert. Das heißt also, es fährt runter, die Symptome gehen zurück. Es ist ein wunderbares Drainagemittel, es ist ein wunderbares Mittel für chronische Entzündungen. Das heißt eigentlich schon mal für mich wieder, dass eine Allergie nichts anderes ist als eine Überreaktion eines chronischen, entzündlichen Prozesses. 80% unserer Abwehrzellen sitzen im Darm. Das wissen wir. Aber wie kriegen wir das im Akungeschehen in Schach? Das bedeutet, Fremdeiweiße meiden. Also alle Molkereiprodukte, Käse, Wurst meiden. Alles Fremdeiweiß weglassen. Dadurch entlasten wir unser Immunsystem. Basische Tees oder basische Suppen helfen mit, den Säurebasenhaushalt zu harmonisieren. Wir können aber auch hergehen und Viertel bis drei Viertel Teelöffel mehrmals am Tag von Schwarzkümmelöl zu uns nehmen. Schwarzkümmelöl, Liesel aus dem Busch in Deutsch, heißt ein Produkt, das man überall erwerben kann, achtet auch da beim Kauf auf Bioqualität, das seit Jahrhunderten sich bewährt hat bei so überschießenden Reaktionen. Und das ist letztendlich was wir als allergisches Geschehen bezeichnen. Es ist aber auch sehr gut, natürlich bei Neurodermitis oder sonstige Dinge. Aber speziell Heuschnupfen, Allergien, Heuschnupfen, Sonnenreaktionen, Johanniskrautöl und Schwarzkümmelöl ideal auch in Kombination angewandt. Prima, also dann haben wir jetzt das Synerga, ein Bakterienpräparat, aus der Knospenmedizin die Preiselbeere. Ähm, sowie das Schwarzkümmelöl und, wenn die Haut noch mit beteiligt ist, das Johanniskrautöl. Ich weiß oder wir wissen, viele unserer Zuhörer nutzen zu Hause auch die Schüsslersalze. Peter, an welches Schüsslersalz würdest du denken bei Heuschnupfen? Genauer gesagt an zwei Benjamin, nämlich an, der, an die Nummer 3 Ferrum Phosphoricum in der D12 und natürlich an Kochsalz Natrium Chloratum D6, die Nummer 8. Beide werden bei mir eingesetzt im fünfminütigen Wechsel. Eine Tablette oder fünf Globuli oder fünf Tropfen. Und wer möchte, kann da noch so einen natürlichen Schutz der Pollen, nämlich die Salbe Nummer 8 in die Nase, einreiben. So eine erbsengroße Menge pro Nasenloch reicht aus, dann wird von außen noch so der Nasenflügel massiert. Das hilft rasch. Hier erstmal eine Barriere einzurichten, dass diese Pollen nicht frontal auf die Schleimhaut treffen können. Mit dieser einfachen Maßnahme habe ich in ein, zwei Tagen wirklich bei meinen Patienten in 80 Prozent der Fälle eine deutliche Reduktion der Beschwerdesymptomatik bzw. eine Beschwerdefreiheit initiiert. Und wenn man dann noch allgemeine Tipps, die ich gesagt habe am Anfang, also nachts lüften, dass man Pollenfilter einbaut, dann ist man wirklich tatsächlich mehrere Stunden beschwerdefrei. Die Leute können es nicht glauben mit so einfachen Maßnahmen, aber Schüssler reguliert und die Nummer drei, phosphoricum, ist ja das Hauptmittel der Entzündung und das haben wir in der Tat. Wir haben ja eine Entzündung der Schleimhaut, die Absonderung von viel Flüssigkeit, also von Wasser, ein glasklaren Sekret und das ist ja Natriumchloratum D6. Also genau die beiden Mittel Nummer 3, Nummer 8 für dieses ganze allergische Geschehen. Und dann ist es letztendlich egal, ob es nun Pollen sind, ob es nun Hausstaubmilben sind, die äh, hier der Reiz darstellen, ob es irgendwelche Allergien sind, die hier vielleicht in der Nahrung drinnen waren, Histamin, Laktose, Fructoseintoleranzen, die auch solches... Sekretion an der Nasenschleimhaut auslösen können. Das ist dann unterm Strich egal, denn bei Schüssler kommt es ja nicht auf die Diagnose an, sondern wie tritt etwas in Erscheinung. Und das alles ist ähnlich im Erscheinungsbild, nämlich die Schleimhaut, die leicht entzündliche Reaktionszeit und die heftige Absonderung von Flüssigkeiten und dann noch Niesen, Jucken in den Augen, all diese Dinge. Aus dem Bereich der Ergänzungssalze, also der neuen Schüsslersalze, die nach dem Tod Dr. Schüsslers hinzugekommen sind, solltet ihr auch an das Schüsslersalz Nummer 24 denken, Arsenicum iodatum D6. Bei diesem Schüsslersalz ist es wichtig, es sehr häufig einzunehmen, im akuten Zustand, bei den akuten Heuschnupfensymptomen, mehrmals in der Stunde bis zum Eintreten einer Besserung. Bei diesem Schüsselersalz ist es durchaus üblich, dass man so am Tag auf 20 bis 30 einzelne Tabletten kommt. Wichtig ist nur, jede halbe Stunde immer eine Tablette auf der Zunge zergehen zu lassen. Ja, Peter, du als Homöopath hast doch sicherlich auch gute Ratschläge, welches homöopathische Mittel bei einem akuten Heuschnupfenzustand angewendet werden könnte. Ja durchaus Benjamin gibt es ja einige Mittel die das ganze aber das Auswählen gar nicht so einfach machen ähm, wenn ich einen fürchtlichen Juckreiz beim Patienten berichtet bekomme in den Augen dann sollte man an Allium Ceba, die Küchenzwiebel denken wenn im Arzneimittelbild steht da drinnen das und das kann ja jeder prüfen wenn er mal zu sehr Zwiebel in der Küche schneidet die wenig belüftet ist dass dann die Augen anfangen zu tränen und in der Homöopathie haben wir ja gerade den gleichen Effekt. Wir haben ja das potenzierte, die potenzierte Zwiebel, die dann solch einen Zustand wie durch eine Zwiebelvergiftung ausgelöst beseitigen kann. Da wir jetzt hier als Auslöser nicht den Zwiebeldampf haben, sondern Pollen, ist es ja homöopathisch ähnlich. Das Ähnlichkeitsgesetz. Also Allium cepa, die Küchenzwiebel. Eine andere Sache wäre Euphrasia. Euphrasia, der Augentrost, hilft bei so konjunktivalen, also Bindehautreizungen, auch mit Rötung einhergehen, Tränen im Auge. Das kann man auch als Augentropfen in der Apotheke erwerben und mehrfach am Tag ein, zwei Tropfen in den Konjunktivalsack geben. Das heißt also, man zieht das untere Augenlid runter. Und im Bereich der inneren, äh, im inneren Augenlid, also dort, wo die Nase ist, tropft man ein, zwei von dieser Lösung ein und schlägt ein, zwei Mal äh, das Auge auf und zu mit den Wimpern, äh, mit den Lidern. Und äh, dann verteilt sich das wunderbar über die ganze Oberfläche des Auges. Äh, das hilft häufig, die Symptome des Augenbrennens, des Juckens zu mildern. Manche Patienten berichten aber, dass sie auch ein Kribbeln in der Haut haben, so eine urtika ereizung Das heißt also, wie so ein Effekt, wenn man in die Brennessel reinfällt, so Quattelbildung an der Haut. Und in der Tat, wenn dieses so in Erscheinung tritt, kann man urtika urens die kleine Brennessel, nehmen in der D12 oder C30. Auch alle viertelhalbe Stunde fünf Globuli und die Beschwerden gehen, wenn das Mittel passt, innerhalb von zwölf Stunden deutlich zurück oder verschwinden komplett. Also diese einfachen Dinge sind machbar. Auch Ogubaca D6, alle viertelhalbe Stunde fünf Korn genommen, kann beim akuten entzündlichen, akut allergischen Geschehen eine deutliche Besserung bringen. Also da kann man durchaus sich mal ähm, in die Literatur der Homöopathie einlesen und wird staunen, welche Tipps man da findet, welche Mittel hier in den Vordergrund kommen. Auch Galphimia clauca ist ein wunderbares Mittel, das tatsächlich bei allen Symptomen des Heuschnupf mit Jucken, Brennen im Gaumen, in den Augen, in den Ohren helfen kann, einen harmonisierenden Effekt und Histamin homöopathisch potenziert in einer D12, manchmal sogar in einer D30, als Histaminum im Handel erhältlich, kann auf wundersame Art und Weise eine Besserung einleiten. Also, ihr seht, ihr habt hier einen großen Köcher voller toller Ideen, die man tatsächlich im Alltag anwenden kann. Und individuell muss natürlich das Mittel für den kranken Patienten gesucht werden. Wer sich noch nicht so gut auskennt, kann natürlich durchaus mein Buch Homöopathische Mittel für zu Hause und auf Reisen erwerben. Und äh, das findet ihr in den Shownotes. Und ich sage euch viel Erfolg. Auch kommt gut durch diese pollenreiche Zeit. Wir werden auch in dieser Folge wieder in den Shownotes alle Namen der genannten Pflanzen angeben, damit ihr diese bei Interesse leichter finden könnt. Somit danken wir euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ade. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür. Der folgende Hinweis ist uns wichtig. Alle hier vorgestellten Informationen können nur einen allgemeinen Charakter haben. Sie ersetzen nicht die fachkundige Untersuchung und Behandlung durch deinen Arzt. Bitte wende dich bei anhaltenden Beschwerden an den Arzt deines Vertrauens. Nur auf diesem Wege kann die geeignete Therapie für dich gefunden werden.